Mein Name ist Christian Mohr, ich wohne in Berlin und bin 20 Jahre alt. Ich habe meine Mutter mitgebracht heute und eine Schulfreundin. Ich finde es gut, dass sie mich unterstützen bei dem, was ich mache. Und vor allen Dingen auch weiß ich, dass sie es nicht immer leicht haben mit mir, wenn ich halt so bin, wie ich bin. Ich war schon immer ein Kind, was irgendwie singen wollte und war dann im Kinderchor, im Knabenchor, bis ich dann vor 2 Jahren sogar bei Jugendmusiziert einen Bundespreis im Fach Musical gewonnen habe. Ob Lady Gaga vor der Jury nochmal so abräumt? Hello, my name is Gaga. Hi. Wow. Die Unterwäsche habe ich teilweise selbst genäht. Der Anzug ist aus einem Sexshop. Habe ich mir fast gedacht. Okay. Er zieht sich auch sehr gerne anders an. Was hast du mitgebracht? Ich habe eine Bad Romance mitgebracht. Sei dein Star, sei Lady Gaga. Bei der Unterwäsche gab's nicht viel selber zu machen, oder? Jetzt geht's zum Glück um Gesang. Gib alles. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. I want your love and I want your rebate. You make or write a bad romance. Und ich hätte sie vom Stuhl erwähnt. Zu Hause hat's geklappt. Man, oh man. Was gibt's denn da zu lachen? Nein, das ist doch Entertainment. Also da ich, macht man doch lachen, oder nicht? Ich finde dich ganz schön durchgeknallt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist absolut einzigartig anders. Ich weiß aber nicht, ob es zu verrückt ist für die Show. Ich fand's ganz, ganz, ganz großes Kino. Von meiner Seite her bekommst du ein Ja. Ich freue mich schon auf dein nächstes Outfit. Danke. Toll. Es ist nicht das 100% Lady Gaga Paket, das kann ich schon sagen. Es ist vielleicht auch eine frische, wie sagt man das? Version. Version, ja. Und das hat mich gefallen. Und deswegen sage ich Ja. Das ist auch ein gutes Argument und deswegen kriegst du von mir ein Ja. Danke. Einmal Ja. Lady Gaga hat's geschafft. Aber ist sie zu verrückt für den Test vor Publikum? Ich bin froh, dass ich trotz meiner Außergewöhnlichkeit und auch der außergewöhnlichen Performance am Klavier